Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es darum, Hühnermilben effektiv behandeln. Jeder, der seine Hühner genau kennt, merkt es, die Milben. Sie schaden an den Hühnern überall, sie saugen ihnen das Blut aus, sodass sie sterben. Und sie sind einfach schrecklich. Auch auf den Eiern, gerade nachts, kommen sie unter den Stangen in das Federvieh der Hühner hervor. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Milben mit zwei verschiedenen Methoden effektiv behandeln können, wo ich bei mir auch schon sehr starke Milbenfälle innerhalb von 2 Tagen oder einem Tag komplett wegkriegen konnte. Auch bei Küken geht das sehr gut und einfach, weil besonders Küken sind sehr anfällig für Milben und können demnach auch sehr schnell sterben. Wenn Sie das interessiert, dann bleiben Sie dabei und los geht's. So, nun möchte ich die Mittel vorstellen. Das erste Mittel, was ich vorstellen möchte, ist, kann das jemand schon erkennen? Universal Insektenspray Insektizid 2000. Dieses Mittel habe ich erst kennengelernt, als ich meine Esel bekommen habe. Die hatten nämlich in den Ohren Milben. Dann habe ich den Besitzer vorher gefragt, was er dagegen getan hat. Er hat mir dieses Mittel hier zugeschickt. Ich habe es ausprobiert, es hat sehr gut gewirkt. Die Esel hassen es zwar, Hühner nicht, aber die Esel sind halt so. Dieses Mittel hier ist gegen alle kriechenden und fliegenden Insekten, Ameisen, Zecken, Fliegen, Wespen, Fläuse, Stechmücken und so weiter. Geruchslos, einfache Anwendung, sofort und wochenlang wirksam. Eines gegen alles. Das ist es. Dann habe ich gelesen, gegen was es ist eben, und habe es einfach bei meinen Hühnerküken raufgesprüht. Innerhalb von einer Stunde hatten die keine einzigen Milben mehr. Das habe ich noch nie erlebt. Also sehr gut wirksam. So eine Flasche mit 1 Liter kostet ungefähr 30 Euro. Das habe ich aber auch, also wenn man so 20 Hühner hat, ungefähr reicht das gut für ein Jahr. Also da habe ich keine Bedenken. Das zweite Mittel, was wahrscheinlich nicht ganz so stark angreifbar ist, was aber trotzdem sehr gut wirkt, halt nicht auf so schnellen Zeitraum, aber was wahrscheinlich auch mehr kennen, ist Kieselgur. Ein kalkartiges, staubartiges Steinmehl quasi, aber kein wirkliches, also da kann man nicht Steinmehl einfach nehmen, staubt auch richtig, ist das. Damit müsste man die Stelle aber öfter aussprühen. Ich habe dazu eine Spritze. Manche tun es mit Wasser vermixen, reinmachen. Ich habe hier so eine Staubspritze dafür. Das ist extrem praktisch. Da machst du so. Und dann kommt es rausgestaubt. Und damit kann man gut in alle Ritzen reinstauben. Das wirkt aber nur, wenn man es öfter benutzt. So sagen wir mal, wenn man so 2-mal hintereinander jeden Tag den kompletten Stall ausmistet, alles aussprüht, dann sind die Milben auch wieder weg. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen. Seitdem ich diese 2 Sachen benutze, habe ich eigentlich gar keine Milben mehr in meinen Ställen. Wenn Sie weitere solche Videos noch sehen wollen, abonnieren Sie meinen Kanal, geben Sie einen Daumen nach oben. Ich freue mich über Kommentare. Sonst bis zum nächsten Video.